Kennst du das? Wenn du abends dein Bett machst? Dieses Gefühl, dass diese Nacht vielleicht doch noch jemand klingelt? Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Filmtipp der Woche. Am 17. Mai jährt sich zum 75. Mal der Gründungstag der DEFA, also der DDR-Filmfirma. RBB und MDR widmen diesem Ereignis eine umfangreiche Retrospektive. Viele der gezeigten Filme stehen dann auch noch eine ganze Weile in der Mediathek oder sind auf DVD erschienen, so wie dieser hier. Coming Out. Dieser Film hat gleich zweimal Filmgeschichte geschrieben. Zum einen ist es der erste Schwulenfilm der DEFA, zum anderen fiel die legendäre Premiere 1989 am 9. November zusammen mit dem Mauerfall. Es ist ein Film vom Meisterregisseur Heiner Caro, der 7 Jahre für dieses Projekt gekämpft hat, bis er endlich die Geschichte erzählen konnte vom jungen Lehrer Matthias Freihof spielt ihn, der sich Hals über Kopf in einen jungen Mann verliebt. Dirk Kummer spielt ihn wiederum, ein wunderbares Traumpaar der DEFA, die beiden. Und ihre Liebesgeschichte wird völlig unverkrampft, sehr sinnlich, sehr realistisch erzählt. Heiner Caro war ja der Regisseur der großen Gefühle, der also Emotionen nicht scheute. Und hier hat er seine jungen Darsteller mit seiner Radikalität zu großen Leistungen geführt. Neben dieser ergreifenden Liebesgeschichte ist es aber auch die Komplexität des Films, die die Menschen damals wie heute so sehr fasziniert. Denn wir sehen hier die Schwulenszene der DDR. Da werden also auch originale Orte aufgegriffen. Sehr viele Menschen aus der Szene spielen sich selbst. Es war ein großes, befreiendes Gefühl, endlich mitzuspielen. Es ist die Rede von Diskriminierung in der Nazizeit, aber auch von der Unterdrückung der Homosexualität in der DDR. All das ist in diesem Film enthalten und macht ihn zu einem wichtigen Dokument. Übrigens ging der Film zum Glück in den Wendewirren nicht unter. Er lief dann gleich auf der Berlinale, erhielt den Teddy, also den queeren Filmpreis, und einen silbernen Bären und ist heute ein immer wieder gern gesehener Klassiker des queeren Kinos. Coming Out von Heiner Caro, der erste Schwulenfilm der DEFA, unsere Radio 1 Empfehlung der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.